Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir hier im Studio den Marc Hagenbeck und ich bin der Sashi. Und hier zwischen den Jahren, am 28. Dezember, macht man natürlich Sendung, ist ja klar. Ja. Und am 28. Dezember ist ja auch ein Tag von einem prominenten Geburtstagskind. Richtig. Ja. Hallo erstmal zusammen. Wir haben natürlich heute ein Geburtstagskind, wie du gerade schon gesagt hast. Und zwar ist das der Denzel Washington. Denzel Washington. Sensationell, das ist wirklich ein ganz toller Schauspieler. Ja, gut. Der ist am 28. Dezember 1954 geboren. Ja, findest du den so gut? Ich gucke den eigentlich ganz gerne. Oh, geht. Also ein paar ganz gute Filme gemacht, nicht alles gut. Ja, Schrei nach Freiheit, Malcolm X, Inside Man und so. Finde ich ganz gut. Ja, geht. Ja, am 28. Dezember 2004 gibt Spanien nach 25 Jahren andauernden Streit im Spanischen Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 ging, die geraubten Archive an die autonome Region Katalonien zurück. Hast du das verstanden? Nee. Also, es gab Archive. Archive, die geraubt worden sind in diesem spanischen Bürgerkrieg, der zwischen 36 und 39 war. Und Spanien gab nach 25 Jahren Streit, gaben sie diese Archive den Katalonen wieder zurück. Dokumente drin, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Gemarkungskarten. Ja, aber das war ganz wichtig für die Katalonen, dass sie das haben. Kann ich mir dass sie das nicht den Spaniern überlassen. Ist ein Stück Identität. Richtig, genau. Das war am 28. Dezember 2004. Jetzt haben wir noch einen Fakt des Tages. Jawohl. Du weißt ja, dass es in Saudi-Arabien ziemlich viele Kamele gibt, ne? Und wusstest du, dass Saudi-Arabien seine Kamele aus Australien importiert? Nee. Ja. Ist so. Was? Steht im Internet. Im Internet? Im Internet. Ja, das ist ein Ding. Also, die Kamele kommen aus Australien nach Saudi-Arabien, damit die sind es dann eigentlich ungläubige Kamele? Weil die werden ja nicht als muslimische Kamele geboren, sozusagen. Moment, aber du hast ja jederzeit die Möglichkeit zu konvertieren. Achso, meinst du, die müssen dann konvertieren? Schlagen die so raus irgendwie, schlagen die so an und sagen, alle Kamele, die konvertieren wollen, können jetzt zu uns nach Saudi-Arabien kommen. Genau. Es gibt dann so eine Organisation in Australien, die das Ganze organisiert. Ja. Ist ja klar, ist ja eine Organisation. Der erzählt ein Zeug. Ja, das war wieder ganz viel Wissen heute. Angeberwissen bei Daily. Und morgen könnt ihr wieder bei Shoki Banoki New Television reinklicken. Da geht es weiter. Ganz viele Fakten über den 29. Dezember. Wir nähern uns dem Jahresende. Ja, mit großen Schritten. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.